Gesegnet sei die Mutter? Ich weiß nicht. Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Ich muss mir gleich noch einen neuen Tee machen. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land der. Vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. What? Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Okay, wir haben... Jetzt wird's problematisch. Werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Was denn für ein Mädchen? Nein, das ist nicht unser Kampf! Lauf! Wollt ihr mich verarschen? Was haben wir denn jetzt damit zu tun? Wir haben diese... Hä? Was? Ey, das ist unfair! Gott verdammt! Was ist hier los? Halt! Schnell! This is not fair! Hier lang! Please, don't touch me! Ich hab doch mit ihm gar nichts am Hut! Was will er denn von mir? Ja, aber, genau, so. Hey, Junge. Ich hätte es kommen sehen müssen. Hm. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Es ist schwierig. Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Also jetzt stellen wir uns wieder gegen ihn. Also, sehe ich es richtig? Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Diskret? Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Da oben ist eine Lootkiste. Ich will zu dieser Lootkiste. Ich will da oben hin. Ich weiß nur noch nicht wie. Hier, da oben ist Loot. Komm ich da irgendwie? Gibt's da? Warte mal. Wir sind in einem Stall, hier muss doch was sein. Hier kann ich ja rüber. Ja, hier ist eine Werkstatt. Könnte ich hier. Ja. Aber ich brauche dafür das da. Versperrt. Okay. Die Tür, dahinter müsste doch der Platz sein. Ja. Aber die wollen wir ja noch gar nicht. Das ist noch gar nicht das, was wir wollen. Oder doch? Nein. Verschlossen, war klar. Genau, wir müssen. Genau. Guck mal, Hugo geht hier runter. Oben. Wir könnten einfach drüber steigen. Viel zu hoch. Wir müssen irgendwo draufklettern. Ja. So, nun kletter hier runter. Geht das? Pass bloß auf. Ich weiß, keine Angst. Das war's damit nicht, ja. Also. Hugo? Ja? Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Okay. Hier, schieb den Karren zurecht. So, ganz kurz gehen wir nochmal gucken. Ja, ich weiß nicht, aber hier haben wir nochmal ein bisschen Loot. Das war's? Einmal Schwefel? War jetzt eigentlich so viel. Aber ich erhoffe mir ja von der oberen goldenen Kiste hier einiges. Warum hat Anno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat.
Ja, also nein und ja, ich komm, weiß nicht. Komm, hoch mit dir. Kletter hoch. Alles klar. Hat er das Schild wirklich kaputt gemacht? Gut, jetzt Vorsicht. Nein, nein, nein. Wir gehen erstmal hier. Genau. Mal sehen, was da drin ist. Ja. Teile, Teile. Werkzeug. Und Harz. So, das heißt, wir könnten jetzt nochmal hier kurz nach unten. Weil wir haben hier noch eine Werkbank. Gut, dann an die Arbeit. Und wir können wieder nichts herstellen. Wir haben eindeutig zu wenig Sachen. Und hepp. Ja. Naja. Gut. Bevor wir uns jetzt aber gleich in den Kampf geben, Freunde, mache ich mir noch kurz ein Teechen. Ihr holt euch nochmal auch was Kurzes noch zu trinken, macht eine kleine Pipi-Pause und dann sind wir gleich wieder da. Und jetzt dachte ich mir, bevor es jetzt wieder hektisch wird, gönne ich mir nochmal kurz einen Tee. Aber ich muss ihn erstmal noch ziehen lassen. Oh, okay, dann gehen wir mal wieder weiter. Schnell! Der Graf wird angegriffen! Geh, ich halte auch schon nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Wie jetzt? Was? Ich, okay. Also, werden wir jetzt... Und ja, natürlich, natürlich sind wir ganz leise. Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Wie? Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkommt mir nicht. Der Falke reagiert schnell auf Sicht und Geräusche. Bleibt so oft wie... Hey, ich konnte nicht so schnell lesen. Ich hab das heiße. Heißt, wenn ich jetzt den Falken... Scheiße. Scheiße. Wie mache ich das jetzt? Kann ich ihn da hinlocken? Geht das? Ja, Angriff! Der Vogel ist böse. Aber dumm, bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Alter, ist der flott unterwegs. Der Vogel ist ja mal gar nicht so langsam. Los jetzt, in Deckung. Ach, da! Komm schon, los! Amicia! What? Okay. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Bleib so oft wie möglich in Deckung und lenke ihn mit Werkzeugen und Objekten aus seiner Umgebung ab. Okay, wir können ja mal probieren. Mit der Hand. Und dem da. Der Vogel ist böse. Aber du, bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Bring mir ihre Augen! Los jetzt, in Deckung! Ach, töte! Ja. Los. Oh, ihr wollt also spielen? Dann spielen wir. Nein. Also. Scheiße. Warte mal, kann ich den jetzt... Warte mal, ich kann den ja immer noch anwerfen. Geht das, wenn ich das so mache? Flieg! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Angriff! Mit dir. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Komm schon, los! Ich hoffe nicht. Ja, die Kacke ist, ich muss jetzt nach da. Das heißt, wir werden jetzt das da nach da werfen. Das darf nicht der Wurf
Vogel aus meinem Traum sein. Aufsehen. Ist er nicht? Wir finden deinen Vogel. Oh, schnapp sie dir, du lausiger Spatz. Töte sie! Bringe ihre Augen! Alter. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ja, ja, ist alles gut. Töte! Oh. Ja, wir sind da. Weg hier! Meine Güte, das war aber so. Also der Falke ist ja. Oh, das war knapp. Böse. Aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und du hast Anno verflucht. Ja, der ist nicht mehr. Hör mal, das sind Schwerter. Ja, ja, komm hier rein, komm hier rein. Nein, komm hier nicht. Ja, aber ich will ihm, also eigentlich will ich ihm nicht helfen. Also nicht, also, weil wir wollen doch jetzt nicht noch mehr. Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Maul! Ich mach dich kalt wie deine. Was sollen wir tun? Nein! Du miese Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Wir gehören nicht dazu. Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Ich wette, wir befreien ihn nachher auch wieder irgendwie. Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Sagt sie! Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine. Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Okay. Kommt mit uns. Okay. Wir machen uns ausnahmsweise mal keine Feinde. Finde ich gut. Und vielleicht kann sie uns ja weiterhelfen mit dem Baum und dem Wasser. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, kommt rein. Ist auf jeden Fall sehr groß. Groß. Ja, und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, was? Hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt, aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Guyenne, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Ja, Junge, ich kann es nachvollziehen. Sie wollen uns nicht gleich an die Gurgel. Es ist schon sehr verdächtig. Bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Natürlich. Sie ist ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo. Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja.
Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und okay. Sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich, komm, Liebste. Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage, in der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Volk zu erneuern. Okay. Er hat auch ein bisschen was von Sekte, aber ist nur so ein Gefühl. Amicia, auf dem Stein, das ist mein Vogel. Moment, wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art ist euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Okay. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht, auf dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter. Dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Das heißt, wir können uns jetzt umgucken? Hugo, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja. Ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihnen und erzähle hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Okay, das... Naja, okay. Aber ich muss niesen. Oh Gott. Die war böse. So, weiter geht's. Auf zu Mutter und Vater, Graf und Gräfin. Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung. Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Okay. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Ist das jetzt unser Schlafgemach? Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend für eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Hugo! Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Was sind denn die hellen Tage? Also Sommerzeit? Meine Gräfin. Was ist das? Und warum kriegen wir hier so ein riesen Zimmer? Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja! Okay. Geschichten und Offenbarungen. Kapitel 9. Diese Kleider sind so bequem.
Hey, komm her, du Schlafmütze. Kissenschlacht. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Wie ein Traum? Ja, genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's. Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja, lass uns eigentlich gehen. Schon. Erkunde die Tolles Insel. Tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja, Inselentdecker. Finden wir erst den Ausgang. Ja, wir gucken erstmal, ob wir hier, wie gesagt, ein bisschen Blut finden oder so. Also in so einem Palast dürfte ja hoffentlich, dürfte ja einiges zu finden sein. Normalerweise. Oh, sieh dir das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Was? Sperrangelweit. Sperrangelweit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon. Geht's denn hier? Dieser Ort ist nur für Hauspersonal. Tut mir leid. Hauspersonal? Wie unsere Bediensteten zu Hause. Okay, also da dürfen wir nicht durch. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Okay. Guten Tag auch. Guten Tag, danke. Hallo. Alles gut? Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund, von daher. Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, kann ich nachvollziehen. Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Hallo. Hallo, dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Was meinen die mit den hellen Tagen? Gut geschlafen? Hallo, Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Okay. Hey, guck mal, da hinten Drachen steigen lassen hier. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern, selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Was ist da hinten? Hallo. Guten Tag. Also, hier kommen wir immer wieder rein, oder was? Okay, hier kommen wir nicht weiter. Also eigentlich wollen wir ja hier auf der wunderbaren Insel ja diesen Fluss finden, dachte ich. Also See, Fluss, I don't know. Das heilige Wasser mit dem Baum. Aber wir schauen mal.
Ja, da ist nämlich dieser Vogel. Oh, ein Vogel. Ja, genau. Stimmt. Das dürfte ja denn der Phönix sein, oder nicht? Also ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na ja, gut, ja, warum nicht? Okay, das heißt, wir folgen... Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Er guckt wahrscheinlich einen anderen Vogel an. So anders als in Gaien. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guyen nie heiß? Nicht so wie hier, glaub ich dir. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Hallo? Gehen Sie mit uns? Nein. Oh, er blickt auf das Haus da. Dort könnte deine Antwort sein. Oder ist da noch einer? Schauen wir es uns an. Der blickt hier drauf. Jetzt muss ich hier hinten wieder durch. Oh, mein Null. Kann man denn nicht einfach rüberspringen? So, er guckt dieses Haus hier an. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Was macht er hier? Okay, ist das nicht richtig? Oder welches Haus guckt er denn an? Also ist doch dieses hier, oder? Na, nicht ganz. Hier so dran gehst vorbei. Du zum Fruchtbarkeitstempel? Ja, mit meiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Okay. Ich bin verwirrt. Aber er guckt doch hier hin, oder nicht? Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Nicht mit irgendwas interagieren. Auch nicht. Okay. Oder guckt er an dem Haus vorbei, muss ich noch weiter... Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Möge sein Feuer uns den Weg erleuchten. Links ein Vogel hinterm Haus auf dem Felsen. Lol, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, jo, ich hab's. Danke. Also da. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Ja, 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 guck mal da. Da haben wir doch einen. Aber wie kann ich das provozieren? Ach so. Indem wir hier hochklettern. Hoch. Ja. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt? Sollen wir es uns ansehen? Ja. Aber zuerst gucken wir uns das mal hier. Was wir hier noch so haben. Vielleicht finden wir hier Sachen. Was machen Sachen? Okay, wir finden hier eine Werkbank. Okay, gut zu wissen. Aber sonst finden wir hier nichts. Okay, gut, dann gehen wir jetzt erstmal Richtung Zelt. Din, 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 din. Aber den Vogel hätte ich nie im Leben gesehen auf dem Felsen da. Der war gut versteckt. So, da hinten haben wir auch wieder einen Vogel. Hallo. Hina. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an.
Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend sucht jetzt schon Steine statt Gold. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann... Noch einer! Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten! Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher, glaube ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Okay. Also, ne, ist halt Schnitzeljagd. So ein bisschen. Geht jetzt nach hier. Das ist die Frage, wo ist... Was geht hier vor sich? Ganz kurz. Das ist, glaube ich, hier hoch. Irgendwie. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Nicht. Sie ist Vogel. Sind wir... Sie ist Vogel! ...in eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher. Ah, okay, 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 okay. Das muss es sein. Was siehst du? Ich sehe... Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja. Sieht wichtig aus. Ich sehe Luft. Das ist das, was ich sehe. Mal sehen. Okay.